Flasche vor uns. Einer hilft Jose. Nein! Freunde, ich bin hier in Göttingen angekommen. Wir sind auf dem Weg zur GOM Facility. Eine gute Stube, das Wetter ist nicht so geil, aber das ist ja auch egal. Hier ist mein Gear, ist ein Rucksack, voll beladen, Packesel. Noch 200 Meter und dann treffe ich mich mit anderen. Wir sehen uns mit einem geiles Wochenende. Ich glaube, wir sind da, Leute, aber wir wissen nicht wohin. Ich glaube, das ist das Bootcamp, Leute. Ja, das sieht gut aus. Sehr geil. Freunde der Sonne, der erste Blick von der GOM. Alles angeschlossen. Ich habe so ein Rode Headset bekommen. Bin ich auch mal sehr gespannt. Jesse, Gangstein. Ja. Paul, alles. Oh, du hast so ein geiles Tennis-Ding. Ja. Chillig. Das ist IGL, Freunde der Sonne. Neil, erklär mal, was du jetzt hier machst. Gradzahl vom Monitor einstellen. Gradzahl vom Monitor? Ja. Wie viele Grad hast du? 10. 10 Grad. Mau, komm ran! Was geht? Mau, Meister! Gib Wasser! Jawohl! Grüß dich! Hey! Ja. Ist so Plan oder? Ja, Lenny mal jetzt. Umgezogen, meine Freunde. Ja, das geht. Alles fresh? Ja, ich hab einiges dabei auf jeden Fall. Sehr gut. Ey, wir haben hier ein bisschen Mucke für dich gemacht. Ja, danke dir. Schön, dass du da bist. So, also erstmal essen, dann die erste Portion. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen was geholt. Brauchen wir noch für die Nacht ein bisschen was. Hier zum Kochen natürlich nur. Schön trockenen Weißwein. Immer schön trocken, ihr wisst Bescheid. So, Leute, hier ausgepackt. Erstmal die erste Ration, mal gucken, wie lange das reicht. Mau hat sich die eigene Ration genommen. Mh, das schmeckt. Ey, wer ist denn hier reingekommen? Was geht? M. Tumau, ich gehe da auf. Schön zu sehen, Mann. Wie war die Fahrt? Ah, anstrengend. 100 Stunden Fahrt, aber ja, so. 100 Stunden. Wir haben so diesen Kanakenbart. Fresh ist so halb asiatisch, halb kanakenbart. Aber die anderen alles Babyfaces. Das geht nicht. Ich fühle mich wie Vater hier. Ich mache einen freshen Faces. Alles gut. Musst du. Irgendwann muss das übernehmen. Oh, Mensch. Wir haben 20 Uhr offen. Sehen wir 19:30. Müssen wir ein bisschen gucken, was wir Fokus kriegen. Olli ist nicht da, der ist in der Schweiz, aber drückt trotzdem gerade mit auf den Server. Der ist quasi im Online-Bootcamp. Für die erste LAN-Erfahrung, aber das wird schon. Das wird schon. Wir haben leider das erste ESEA-Match verloren. Jetzt gleich Demo-Analyse. Bisschen, ich sag mal, Momentum-Breaks gehabt und zwei Leute waren noch nicht auf dem Setting ready. Frax war nicht da, aber passiert. Ready machen für Frax am Morgen und jetzt nochmal Demo-Analyse. Mal gucken, was wir da für ein Schmuckstück haben. Selbstgemachte Pizza. So muss das manchmal, ne? Aber die Jungs haben alle schon Döner gegessen, deswegen. Das ist meins. Auf jeden Fall die linke Seite, Leute, ihr wisst. Green Berlin. Ich wünsche euch eine schöne Mitternacht. So, was hast du gemacht? Was wurde denn gemacht? Tobi, was hast du getan? Wir waren halt ein bisschen unterwegs noch, Freunde. Tobi hat halt Dinge gemacht. Und da war so eine Plexiglas und Plexiglas-Überbrückung. Und Tobi war so. Als er gefühlt hat gerade die Musik gefühlt, macht so BOOM! Das hat alles vibriert, Digga, gerade. Das hat geschallt, Digga, bis ins nächste Nachbardorf. Und dann macht er so BOOM! Und dann ist er so, Digga, Alter, das heißt, Digga, das heißt, weiter, Junge, weiter! Auch immer macht er so Raw, das ist immer noch so, Digga, aber immer, Jesse wird auch so, als immer so. Leute, wild. Auf jeden Fall. Kann ein bisschen wach werden. Oh, Leute, wir sind hier ein bisschen am Frühstück und Party machen. Wo ist denn die Musik? Da hier. Laufen wir durch für euch. Also wir machen uns gleich ready. Gleich ein bisschen Braco. So, Leute, wir machen jetzt hier vegane Spezialität. Die Jungs probieren das mal und natürlich auch was. Die Tomatensoße, die Klassiker. Die vegetarischen Mischko Masko. Boah. Oh yeah. Goddamn! Wir kommen der Sache näher, Freunde. Wir brauchen was zu essen. Ab 19:30 Uhr, bis dann im nächsten Tag. Und um 21 Uhr Fragster, Liga Tag Nummer 1. Wird auch interessant, Freunde, also bleibt dran. Die Bombe ist verwehrt. Hey, Paolo, geiler Lack. Hau rein. Nilos, auf die Bühne im Bootcamp Nummer 1. Flasche vor uns. Einer mit Jungen. So spielt man Karten schreiben, zwei Jungs. Du musst verstehen, wir hatten 10 Minuten Zeit, weil
Rewe hat den Zählung zugemacht. Ja, ja. Und sind wir reingestartet, wie so, scheiße, die haben keine Flaschen, kein gar nichts. Ja, ja. Und dann haben wir Dosen gesehen und wir so, scheiß drauf, wir packen alles mit. Ja, ja. Und dann haben wir hergetragen und dann ist so, scheiße, wir haben keinen Platz im Kühlschrank. Und dann sagen wir, was ist das, räumen wir es oben aus, packen es oben rein und voilà. Ach du heiliges Kind. Perfekt aufgeladen, Alter. Perfekt. Also eine komplette Kombi von allem. Das passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leute, hier Mau, ist gerade kurz chillen. Wir haben jetzt 16.30 Uhr, zweiter Tag, Freitag. Nebenbei läuft Heroic, ich glaube gegen Cloud9. Ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Das Line-Up ist hier besonders. Dann hier Mau ist am Start. So, hallo sagen. Jesse, habt recovered. What up, bitches? And to know we're back in the business. So, gerade Pack. Guter Tag. Okay. Mischke springt ein, weil Olli in der Schweiz ist. Leute, Tag Nummer 3. Heute noch eine Mission, hier alles zu futtern, was geht. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Die Bude ist einigermaßen noch sauber, ihr seht, ein bisschen Krümel. Das wird heute noch vernichtet. Natürlich müssen wir ein bisschen mehr Obst essen. Leute, esst mehr Obst! Roomtour. Ich hab's noch gar nicht gemacht. Hier zu fünf geschlafen. So Dorm-Style. Mau, Fresh, Paul, Tobi. Jesse, dann haben wir hier Mitch und Neil, die hier einen chilligen gemacht haben. Ja, wir haben gerade ein bisschen hier Fußball am Laufen. Mitch spielt. Wir machen jetzt gerade ein bisschen Prag. Danach ist gleich Pause. Momentan Nine Pandas, die oft gegen uns spielen. Also, läuft, Leute, läuft. Ich war gerade einkaufen, deswegen bin ich nicht im Coach-Slot. Aber danach geht's weiter. Also nochmal fürs Video, Leute. Du Tischbräger aus dem Offi gleich. Ich würde ihm meine Krone überreichen. Ich sehe an, heute aus der Freitag. Ich würde meine Krone feiern. Ja, Molo. Ja. Abreisetag, Leute. Quasi Bootcamp-Tag 3,5. Ja, war eine lange Nacht. Ah, gestern Nacht gab es wenig Content, aber auf jeden Fall sehr gelungen. Die läuft jetzt auch schon ab. Das ist doch ausloggen überall. Ich glaube, alle hatten sehr viel Spaß. Jetzt müssen wir gucken, ob alle ihren Zug erwischen, weil nicht jeder mit dem Auto da ist. Feierabend. Ich bin auch ein bisschen kaputt. Morgen ist erst Pause. Kaputt von 1 bis 10? 9. 9. Hier seht ihr nichts. Aber ich will es nicht so dicht anmachen. Alle schlafen noch. Hier, Jesse. Ich glaube, die brauchen das auch. Ich drehe wieder laut, ich höre nicht mehr auf, ich höre den Applaus, ich liebe die Crowd. Wir leben den Traum und heben die Faust, für alles bereit. Danke, dass ihr da seid. Traum gab's seit einer Ewigkeit. Wir sind da, komm mal, ja, alle sind dabei.